Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Mein Name ist Intra, das ist mein YouTube-Kanal und heute Abend soll es um die bahnbrechende Kraft von Emotionen gehen, ja, also die ich einfach jetzt persönlich bei mir erlebt habe. Eins von meinen persönlichen Themen, mit denen ich gerade zu ringen habe im Leben, ist einfach Wert, ja. Ich bin es wert, bezahlt zu werden. Diesen Satz bei mir reinzukommen, weil ich mache ganz viele Sachen einfach, weil ich sie liebe zu tun. Und habe immer noch diesen Glaubenssatz, ja, ich mache das ja eh und dann, keine Ahnung, und habe dann aber auf der anderen Seite halt total so wirklich die krassen finanziellen Probleme, nicht finanziellen Probleme, ich komme halt irgendwie spannenderweise immer genauso auf plus minus null ungefähr, so, ne? Das ist immer genau zum Leben reicht und so weiter. Wo das genau herkommt, das könnte man jetzt genauer untersuchen und so weiter, Verhaltensmuster, Eltern, Kindheit und so weiter, tralala, darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht darum, da kommt jetzt gerade eine ganze Menge in Bewegung. Und wie kommt das Ganze in Bewegung? Das Ganze kommt in Bewegung durch Emotionen. Ja, ich bin jetzt in eine Situation reingekommen, wo ich jetzt wieder angefangen habe, als Impro-Theaterlehrer zu arbeiten. Und jetzt wurde ich einfach nicht bezahlt. Und was ist passiert? Ich bin natürlich wütend geworden. Das ist einfach, habt ihr gestern in einem Video gesehen, ja, über was ich mit Manipura und den Schlaf der schlafenden Drache erwacht gemacht habe. Und das Spannende ist halt, dass Emotionen bringen halt Sachen in Bewegung, so, ne? Und das, wie halt, Emotionen haben eine gewisse Aufgabe, ja, und Trauer zum Beispiel kann dir helfen, halt einfach zum Beispiel Dinge loszulassen, ja, wenn du einfach eine Beziehung hattest oder wenn du einfach einen Menschen verloren hast, jemand gestorben ist und so weiter, Trauer hilft dir halt einfach zum Beispiel Sachen zu verarbeiten und Sachen loszulassen, ja, wirklich ausgelebte tiefe Trauer ermöglicht dir das. Und es ist so eine Energie von, es fließt weg und du kannst loslassen und kannst was Neues reinstarten. Und Wut ist halt so eine Energie, die hilft dir und die hat mir unglaublich geholfen in den letzten Tagen, einfach durchzubrechen, durch diese Blockaden durchzubrechen. Einfach diese ausgelebte Wut, nicht diese Wut halt immer unterdrücken und weg und es ist gar nicht da, sondern das auszuleben, diese Sachen zu zeigen und diese Sachen auch zu kommunizieren, nicht runterzuschlucken, sondern wirklich diese Energie zu nutzen und wirklich zu kanalisieren, ja, und wirklich zu schauen, was kann ich damit machen, ja, welche Wand, welche Barrikade, die mir im Weg steht, die mich jetzt so unglaublich wütend macht, kann ich damit zerstören und auflösen und wie kann mir meine Wut dienlich sein, genau, und es ist halt, das sind einfach so diese beiden grundlegenden Emotionen und ich habe einfach jetzt rausgefunden, okay, ich habe ein spannendes Thema halt mit diesen Finanzen und so weiter und Wut ist wirklich eine spannende Sache, die mir dabei hilft, da durchzubrechen. Meine spannende Erfahrung in den letzten Tagen, ich bin wütend geworden und plötzlich hatte ich Geld auf dem Konto, weil ich das rausgehandelt habe, weil ich das rausgelassen habe und es war spannend. Du gehst rein in die Welt und die Welt gibt dir wieder was zurück. Also wie so ein, okay, krass, super spannend, genau, das war es eigentlich auch schon. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, auch mal Kommentare und so weiter. Und ansonsten, wie immer, ein wunderschönes guten Abend und ein wunderschönes Leben, abonniert meinen Kanal, genau, Namaste.